Hallo, liebe Löwen, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über die Mitte April 2022. Hoffe, es geht euch gut. Hoffe, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Die Infobox spreche ich immer wieder an, liebe Löwen. Ihr findet sie unterhalb von diesem Video. In ihr findet ihr beispielsweise die Karten, die ich in meinen Readings verwende, dort aufgelistet, wenn ihr euch sie genauer anschauen möchtet. Ihr findet dort Social Media Links von mir, ihr findet Info und Special Videos, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Ihr könnt dort euer Jahresreading für das aktuelle Jahr ansehen und das weiterführende Reading über die Hauptlegung hier könnt ihr dort im Resonanz- und im Interessensfall gerne wahrnehmen. Müsst ihr natürlich nicht und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Mitte April 2022, meiner Löwen. Der Geier bzw. der Kondor ist euer Krafttier für diese Zeitspanne und er spricht vom magischen Wissen. Die Vergangenheit wird jetzt bereinigt, du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen, liebe Löwen, dass ein vergangener, anhaltender Zustand ja, euch indirekt oder direkt beeinträchtigt in eurem Alltag. Diese Angelegenheit, diese Situation, vielleicht auch Anhängsel, scheinen euch ja wahrscheinlich schon länger tatsächlich irgendwie eine Art Klotz am Bein oder ein Dorn im Auge zu sein. Es scheint hier etwas in der Vergangenheit passiert zu sein, was immer noch sozusagen beeinträchtigend auf euch wirken kann. Das magische Wissen in dem Zusammenhang hat etwas mit der Akzeptanz bzw. mit der Realisierung zu tun. Es kann hier eine sehr spirituelle Legung werden, liebe Löwen, denn ich kann mir vieles vorstellen, zwar noch, allerdings das Hintergrundwissen, hinter die Gegebenheiten zu blicken, hinter das Schicksal zu blicken. Dafür sind beispielsweise auch schon Tarotlegungen gemacht. Aber wenn man dann ganz bestimmte komplizierte und komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge versteht, Stichwort Kausalität beispielsweise, dann kann man tatsächlich auch auf dieser Ebene eine gewisse Ruhe oder in dem Fall auch eine gewisse Hilfe erhalten, die einem dann gewährleistet, dass man manche Dinge, die man vielleicht ohne dieser Hilfe, ohne der Spiritualität, ohne dem magischen Wissen nicht in Zusammenhang bringen könnte bzw. nicht verstehen oder akzeptieren kann. Es klingt alles tatsächlich noch sehr kompliziert, noch sehr komplex und sehr hochgegriffen. Allerdings bin ich mir doch recht sicher schon zu ahnen, in welche Richtung dieses Reading geht. Und ich hoffe, dass ich euch das auch A erklären kann und B, dass mir die Karten jetzt hier auch viele Details verraten können, viele Zusammenhänge verraten können. Der Geier bzw. der Kondor ist euer Krafttier für diese Zeitspanne und das magische Wissen stellt eure Hauptenergie dar. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die Mitte April 2022, meiner Löwen. Die Lebenden, ja. Ja, also viel klarer könnte man die Angelegenheit bzw. dieses Reading schon erst einmal nicht eingrenzen. Die Liebenden hat etwas mit einer zwischenmenschlichen Beziehung zu tun. Es geht hier also um eine Vergangenheit, die bereinigt werden soll, die im Zusammenhang potenziell mit einem ganz bestimmten Menschen hier steht von euch, liebe Löwen. Dieser Mensch könnte ein Familienmitglied sein, es könnte ein Partner sein, ein Ex-Partner sein. Das kann auch ein Freund, eine Freundin, ein Arbeitskollege sein. Definitiv hat dieser Bezug etwas mit einem ganz bestimmten Menschen zu tun. Es kann auch sehr, sehr gut sein, dass man hier schlichtweg Heilung erleben möchte, Heilung erfahren möchte, ohne dass man mit diesem Menschen jetzt irgendwie große Pläne hat. Aber man möchte sozusagen etwas bereinigen, was in der Vergangenheit doch ja schon sehr verletzend, frustrierend oder belastend sein kann. Wie geht es weiter? Die Sieben der Kelche. Bei den Sieben der Kelche spricht man häufig von einer Kopf-gegen-Herz-Energie, ein Gefühlswirrwarr könnte man hier sagen. Teilweise geht es hier auch um die Qual der Wahl, allerdings sehe ich hier doch eher eine Art Konfusion ausgehend. Konfusion in dem Bezug, dass man hier eventuell aus mehreren Möglichkeiten nicht wirklich sich entscheiden konnte. Man hat hier potenziell mehrere Kelche zur Auswahl. Kelche stehen in diesem Zusammenhang mit ganz bestimmten Möglichkeiten oder Optionen, die einem gewährleistet werden. Und zu gegebener Zeit, vielleicht auch in der Gegenwart, kann man sich nicht für eine dieser Optionen entscheiden, weil man schlichtweg nicht weiß,
welche die beste davon ist, welche gewinnbringend ist, welche lukrativ ist, welche am Schluss zum Erfolg führen kann. Man kann hier kurz sagen, hier fühlt man sich, als wären einem die Hände gebunden. Dies ist aber eine mentale Energie und keine physische Energie. Man könnte was machen, man weiß nur nicht, was das Beste wäre. Und diese Energie könnte bei euch vorherrschend sein, vorherrschend natürlich in der Mentalität, bezugnehmend auf einen ganz bestimmten Menschen und was man da machen kann, wie man die Sache bereinigen kann, wie man den Frieden finden kann, wie man sich wieder gutstellen kann, beziehungsweise wie man etwas hinter sich bringt. Es ist hier nicht so, dass man das nicht möchte. Man fühlt sich nur so, als würde man keine Chance dazu haben. Man könnte es als unmöglich beschreiben. Wie geht es weiter? Das ist die Herrscherin. Die Herrscherin steht in den meisten aller Fällen für jene Sternzeichen, für die das Reading auch gemacht ist. In dem Sinne kann ich mir hier eure Energie sehr, sehr gut vorstellen, liebe Löwen. Die Herrscherin ist eine sehr etablierte Person, eine Person, die gewachsen ist, die umgangssprachlich formuliert schon viel in ihrem Leben mitgemacht hat. Das ist eine Person, die weiß, worauf es ankommt, die weiß, was sie kann, weiß, was sie nicht kann, weiß, was ihr zusteht, weiß, was ihr nicht zusteht. Das ist definitiv jemand, der nicht unbedingt eine ältere Person sein muss, aber eine reife Person ist hier oftmals dargestellt. Viele von euch trauen sich hier selbst zu wenig zu, liebe Löwen. Viele von euch sagen hier, ich habe keine Chance, mir sind die Hände gebunden, ich weiß nicht, was ich machen kann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Möglichkeit, es ist unmöglich, mich mit diesem Menschen wieder gutzustellen, etwas zu bereinigen, etwas hinter mich zu bringen, einen Schmerz zu kompensieren. Mit einer derartigen Einstellung, und das hat nicht unbedingt etwas mit dem Pessimismus zu tun, das hat etwas mit der Selbstunterschätzung in diesem Fall zu tun. Die könnte auch in der Gegenwart noch vorherrschend sein. Die Herrscherin tatsächlich ist eine Energie, die sich definitiv nicht selbst unterschätzt. Die weiß, was sie kann und weiß, was sie nicht kann, beziehungsweise ist das auch eine realistische Person. Wie geht es weiter? Der Hierophant. Der Hierophant ist hier drin, ja, vielleicht die hier noch, aber mit dem Hierophanten ist hier schon eine sehr starke spirituelle Energie ausgehend. Der Hierophant deutet oftmals von der Vogelperspektive das große Ganze sehen. Und im Zusammenhang, beziehungsweise hier in der Spiegelung mit den sieben der Kelchen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass viele von euch, liebe Löwen, schon in einem ganz bestimmten Bezug in diverse Richtungen gedacht haben, vielleicht sogar gegrübelt haben. Ihr könntet es mit einer, und das ist jetzt speziell, mit einer sehr komplexen, mit einer sehr schwer zu erklärenden Beziehung mit einem Menschen zu tun haben. Nehmt mal an, ihr möchtet mir eure vergangene Beziehung erklären, um die es hier gehen könnte, wenn das Reading für euch resoniert. Würdet ihr zwei Textzeilen brauchen, um mir das zu erklären, oder würdet ihr eher zwei DIN A4-Seiten brauchen, um mir das zu erklären? Die Letzteren, liebe Löwen, die befinden sich in dieser Energie des Hierophanten. Es ist schwer zu erklären, die Komplexität rüberzubringen. Es ist schwer zu erklären, was alles passiert war. Man darf die Details nicht auslassen, beziehungsweise, wie auch schon hier gesagt, in der Spiegelung sieht man hier auch sehr, sehr deutlich, dass man hier versucht, das große Ganze zusammenzufassen. Und das gelingt hier ja eher nicht. Es herrscht hier eine gewisse Unruhe in euch drin und diese ist vor allem mental basiert. Und darauf basierend, was kann man tun und was kann man nicht tun? Was ist möglich, was ist unmöglich? Und da sind viele von euch innerlich, sage ich mal, zwiegespalten. Wie geht es weiter? Der Stern. Der Stern steht für Wunscherfüllung sowie auch für die Heilung kann dieser Stern stehen. Es gibt drei Heilungskarten im Tarot im klassischen Sinne. Das wäre der Stern, das wäre die Mäßigkeit und es wären die vier der Schwerter. Ich bin mir hier sehr sicher, dass mit dem Stern Spiegelung auf die Liebenden hier ein ganz besonderes Anliegen von euch in die Tat umgesetzt werden soll. Dieses Anliegen hat etwas mit der Gutstellung eines bestimmten Menschen und euch zu tun. Man möchte hier entweder etwas gut machen, was man in der Vergangenheit als Fehler deklarieren könnte, als ja, Misserfolg. Möglicherweise hat man hier auch jemanden verletzt. Oder man wurde verletzt, dann will man hier nämlich die Wiedergutmachung erfahren. Wenn man selbst verletzt hat, dann will man genau das wiedergutmachen.
Das ist hier definitiv ein Gesuch um Frieden, ein Friedensersuch, kann man sagen, beziehungsweise will man hier eben die Vergangenheit bereinigen, im klassischsten aller Sinne ausgedrückt. Und hier haben wir auch die Spiegelung, die mir verrät, dass man es eben mit einem ganz bestimmten Menschen hier bereinigen möchte. Der Stern weiterhin kann für die Klarheit stehen. Dafür bräuchte ich noch weitere Tarotkarten, die das Ganze unterstützen. Allerdings kann es hier sehr, sehr gut mit dieser Unklarheit sein, mit dieser Entscheidungsunfähigkeit, mit der Konfusion, mit der Verwirrung hier, dass man sich für einen Kelch sozusagen entscheiden möchte und nicht einen Tag mal liebäugelt mit der und der Weise, dann am nächsten Tag mit der und der Weise, soll ich es so tun, so tun, so tun, so tun, so tun, oder soll ich es lieber gar nicht tun, oder soll ich alles mal ausprobieren? Man möchte hier Klarheit über sein eigenes Bestreben erlangen, wenn ihr versteht, was ich meine, liebe Löwen. Das ist schwer zu erklären, vor allem aber diejenigen, die sich innerlich zerrissen fühlen. Soll ich lieber das machen? Soll ich lieber das machen? Soll ich lieber warten? Soll ich lieber gar nichts machen? Diejenigen von euch, die wünschen sich in diesen Gedankengängen vor allem eine strukturierte, klare Denkrichtung. Das ist hier ebenfalls angestrebt und zeigt diesen Trigger hier an. Die Kraft. Die Kraft ist im Outcome, liebe Löwen, das ist eure ganz klassische Tarotkarte. Wenn so etwas passiert, wenn in einem allgemeinen Tarot-Reading das Sternzeichen, für das das Reading ist, hier im klassischsten Sinne im Outcome dargestellt, dann kann man häufig davon ausgehen, dass positive Entwicklungen auf das jeweilige Sternzeichen warten, in dem Fall auf euch. Ich bin mir jedoch sehr sicher, dass viele von euch in dieser Entscheidungsfindung ganz gewissen Mut beweisen müssen, tapfer sein müssen, eventuell auch bislang schon sehr belastbar haben sein müssen, denn das spricht hier auch von einer gewissen Belastbarkeit. Eine mutige Person, eine Person, die auch gerne mal ein Risiko eingeht, kann hier auch die Herrscherin darstellen. Allerdings Kraftherrscherin, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob das nicht ein Gegenüber sein könnte von euch, da ihr euch hier im Outcome befindet. Ihr habt hier übrigens fünf große Arkane, wenn ich die Outcome-Karte mitnehme. Das ist schon eine sehr gewichtige Legung. Dieses Thema für diejenigen, für die es resoniert, das ist euch schon ein großes Anliegen. Das ist jetzt hier nichts Verfliegendes und ja, ist halt so, geht vorbei die Zeit, sondern das ist schon sehr prägnant. Eine Klärung zu den Liebenden. Die Welt. Die Welt steht häufig für das Abschließen eines Zykluses und den Beginn eines neuen Zykluses. Das ist häufig ein Anliegen. Teilweise ist es aber auch ein Fakt, der dargestellt ist. Das kann jetzt sein, dass viele von euch mit einer ganz bestimmten Anbindung an einen Ex-Freund oder an eine Ex-Freundin sozusagen Schluss machen möchten dieser Anbindung oder das Gefühl des Angebundenseins entfliehen. In dem Sinne kann man sagen, man möchte hier Richtung Freiheit gelangen. Das kann in der Spiegelung dargestellt sein. Definitiv sehe ich hier aber für viele, liebe Löwen, dass man diesen Kreis, diese Routine, diesen Alltag mit diesen Menschen in der Vergangenheit. Und da spreche ich von der Vergangenheit, weil die Vergangenheit wird jetzt bereinigt, das ist definitiv vergangenheitsbezogen. Den möchte man nicht loslassen, sondern eher wiedererleben oder reparieren, Schrägstrich bereinigen. Viele von euch möchten hier von einem Menschen loskommen. Die meisten allerdings, so interpretiere ich das bislang, möchten hier eine zweite Chance oder möchten das Ganze neu aufrollen. Definitiv fühlt man sich ohne diesen Menschen hier in einem gewissen Sinne nicht komplett. Vor allem dann nicht, wenn die Vergangenheit noch nicht bereinigt ist, wenn einer von euch beiden, und vielleicht seid das sogar ihr beide, immer noch so eine Art Belastung in sich spüren, ein Fehlen, ein Vermissen des Gegenübers. Oder es ging beispielsweise, und das ist ein klassisches Beispiel, liebe Löwen, im Streit auseinander. Und dann hat man in sich verspüren dieses Anliegen, weil eigentlich schätzt man und mag man ja den Gegenüber. Und es ist sehr schade, es ist vielleicht auch belastend oder frustrierend, im Streit auseinandergegangen zu sein. Und diesen Umstand könnte man hier ebenfalls bereinigen wollen, entweder mit der Absicht eines Neustarts zwischen euch beiden oder ohne diese Absicht. Das kann für den einen so und für den anderen so sein. Eine Klärung zu den sieben der Kelchen. Die zehn der Münzen. Die zehn der Münzen, eine ganz klassische Erfolgskarte. Das ist die Grunddeutung dieser Karte. Es kann hier für den finanziellen, für den materiellen Erfolg stehen.
In der Konjunktion zu den Liebenden sehe ich hier aber eher Grundideale, Grundvoraussetzungen, bestimmte gewichtige Angelegenheiten, bestimmte Umgangsweisen, könnte man beispielsweise sagen. Das sagt auch der Hierophant in einem ganz bestimmten Sinne. Und in dem Fall kann es sich hier um Aufrichtigkeit handeln, Ehrlichkeit, Authentizität, Treue, vielleicht sogar auch das Gefühl der Geborgenheit oder des Beschützens kann hier drin dargestellt sein. Definitiv etwas Wertvolles, was sich auch zwei Menschen im gegenseitigen Sinne vermitteln und übertragen können. Die 10 der Münzen auf die 7 der Kelche zeigt aber auch sehr, sehr deutlich, dass viele von euch hier positive Absichten haben, beziehungsweise man kann es auch umdrehen und sagen, man hat hier Angst zu scheitern. Denn ihr habt hier nicht unbedingt umsonst diese Energie mit, was mache ich jetzt am besten, was ist die beste Lösung, was kann ich überhaupt machen, was ist realistisch, was ist nicht realistisch. Ihr habt es hier definitiv darauf angelegt, siegreich zu sein. Euer Anliegen, hier die Vergangenheit zu bereinigen, ist schon sehr, sehr groß. Entweder für euch selbst, ne, damit ihr selbst heilen und regenerieren könnt, oder euch nicht immer ein schlechtes Gewissen machen müsst, oder euch nicht immer sehnen müsst nach jemandem. Also ihr möchtet hier definitiv etwas bereinigen, entweder für euch, für den Gegenüber oder für euch beide tatsächlich. Die große Frage ist, wie man das am besten anstellt, denn viele von euch haben diese Befürchtung, wenn man einen, sagen wir mal, einen dieser Möglichkeiten, einen dieser Wege, den geht man, den versucht man. Und wenn der nach hinten losgeht, haben viele von euch die Befürchtung, dass das die letzte Chance war. Ich sehe es hier tatsächlich nicht so. Allerdings kann das natürlich eine sehr skeptische Energie hervorrufen, wenn man meint, man hat hier nur noch eine Chance, es zu bereinigen, und wenn die fehlschlägt, dann ja, hat man verloren, dann ist alle Hoffnung verloren. So könnte man es tatsächlich sagen. Mit den 10 der Münzen auf die 7 der Kelche sehe ich, dass tatsächlich viele dieser Wege zum Erfolg oder zur Bereinigung eben in dem Fall führen würden. Allerdings weiß man das natürlich nicht in einem eigenen Sinne, beziehungsweise nicht in dieser konfusiven Energie. Eine Klärung zu der Herrscherin. Das ist die 9 der Kelche. Bei den 9 der Kelchen, vor allem in der Mitte des Readings, deutet es häufig auf eine Glückskarte hin. Das ist eine Karte, die Glück prophezeien könnte, so wie es auch die 10 der Münzen und der Stern im Prinzip schon tun. Also ich sehe hier doch eher positive Entwicklungen für eure Situation, beziehungsweise für euch beide dann in dem Fall. Denn die 9 der Kelche auf die Herrscherin geklärt, sehe ich definitiv auch so etwas wie die Wunscherfüllung. Das ist auch eine Wunscherfüllungskarte hier, so wie es auch der Stern ist. Und man achtet hier auf die Erfüllung der Bedürfnisse. Und das ist das Stichwort hier. Die Herrscherin. Und jetzt habe ich hier tatsächlich auch eine ganz klassische Deutungsvariante. Die Herrscherin, ich habe es vorhin schon erklärt, weiß, was sie kann, weiß, was sie nicht kann, weiß, was ihr gebührt und weiß, was ihr nicht gebührt. Das heißt, diese Herrscherin verlangt nicht zu viel, verlangt aber auch nicht zu wenig, ist aber auch auf Toleranz, auf Gleichberechtigung aus und weiß dann auch sehr, sehr gut in dem Sinne, was der Gegenüber verdient und was er nicht verdient. Eine Klärung zum Hierophant. Das ist das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals, ebenso eine sehr mächtige, eine sehr starke Karte, so wie es auch die Welt, das Rad des Schicksals, der Stern ist. Ihr habt ja viele große Arkane tatsächlich. Also das ist schon ein einprägendes Thema, beziehungsweise ein sehr wichtiges oder gewichtiges Thema. Das Rad des Schicksals auf den Hierophanten hat ja definitiv etwas mit dem spirituellen Weg zu tun. Ich habe hier mehrere spirituelle, man kann auch sagen magische Karten tatsächlich. Das wäre das Rad des Schicksals, der Hierophant. Der Stern ist das tatsächlich auch. In einem gewissen Sinne wäre es tatsächlich auch die 7 der Kelche. Da muss ich aber noch die Klärung bzw. die Spiegelung abwarten. Das Rad des Schicksals auf den Hierophanten deutet auf den großen ganzen Schicksalsweg hin. Das heißt Bestimmung. Das heißt, wo wollt ihr am Ende eures Lebens sein, beziehungsweise was wollt ihr bis dahin alles erreicht haben? Was sind eure Lebensziele? Was sind eure Lebensträume? Seid ihr da schon kurz davor, sich einen davon zu realisieren, oder schiebt ihr diese hinweg?
Habt ihr überhaupt Lebensziele, liebe Löwen? Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, vor allem hier in der Spiegelung, dass man keine Lebensziele hat, dann würde ich fast schon sagen, man hat keine Perspektive, man hat sich nichts vorgenommen. Und ich finde persönlich, das kann natürlich jeder auch anders sehen, wenn er möchte, Lebensziele sehr, sehr wichtig, weil sie motivieren, weil sie das Leben eigentlich erst lebenswert machen, auf gut Deutsch gesagt. Und ein solches Lebensziel könnte hier tatsächlich die Verbindung mit einem ganz bestimmten Menschen sein. Und ich wiederhole nochmals, das muss hier nicht für jeden von euch auf eine partnerschaftliche Beziehung abzielen. Das ist einfach nur eine Gutstellung, weil euch dieser Mensch potenziell sehr wichtig ist. Unabhängig davon, ob ihr zu diesem Menschen eine Beziehung aufbauen möchtet, in der Vergangenheit schon hattet, wieder aufbauen wollt oder einfach euch nur gutstellen und etwas bereinigen wollt. Diese Vergangenheit wird jetzt bereinigt, du wirst auf allen Ebenen Hilfe erlangen. Diese Hilfe kann sehr, sehr gut durch die Spiritualität euch zu gewähr werden, liebe Löwen. Das kann sehr, sehr gut sein, dass ihr in Tarot-Readings Antworten findet auf die Frage, welchen Kelch nehme ich mir hier am besten aus meinem Regal raus und welchen Kelch verfolge ich am besten? Wie kann das am besten klappen? Warte ich eher und das dem Gegenüber machen oder gehe ich in die Offensive mit Mut und mit Risiko? Auf diese Fragen, auf diese Verwirrung, auf diese Unentschlossenheit, kann man auch sagen, werden einige von euch tatsächlich durch Zeichen, durch Signale, durch Tarot-Readings, durch Pendeln, durch Handlesen, durch Horoskope, was es da alles gibt, ja, werden viele von euch draufgestoßen werden. Und ich denke, ihr wisst auch sehr, sehr gut um diese Zeichen und Signale, wie ich sie auch gerade beispielhaft genannt habe. Das sind diese Doppeluhrzahlen zum Beispiel. Oder wenn ihr beispielsweise ja, ganz intensive Träume habt von einer solchen Situation, wie sie hier dargestellt ist, dann sind das ebenso Zeichen und Signale, die euch von Gott, Engeln, Schicksal, Universum, wie auch immer man das ansehen möchte, tatsächlich auch geschickt werden, um euch auf euren Weg zu geleiten. Das ist der Hintergrund dieser Zeichen. Und etwas derartiges, und das sieht man hier, 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 sehr, sehr deutlich, liebe Löwen, das kann euch tatsächlich gut widerfahren. Angesichts dieser Situation. Eine Klärung zum Stern. Das ist die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe, eine Hofkarte im Feuerzeichen, das kann hier gut eure Energie sein. Es ist hier definitiv aber auch häufig eher die Charaktereigenschaft zu deuten, da wir eine Hofkarte auf eine große Arkana geklärt haben. Diese Königin der Stäbe ist eine sehr impulsive Person, eine leidenschaftliche Person, temperamentvoll, heißblütig, feurig, kann man sagen, oftmals sehr attraktiv, beziehungsweise ist das aber auch eine Person, die ähnlich eingestellt ist in dem Sinne wie die Herrscherin tatsächlich, aber in dem Sinne vorrangig, dass sie weiß, was sie verdient und weiß, was sie nicht verdient. Wenn diese Person jemanden haben will, und jetzt gehe ich mal auf den jemanden ein, dann weiß sie oder er, Geschlechter bitte natürlich neutral deuten, sehr, sehr gut, was sie anstellen könnte, was sie machen könnte, wie sie das erreichen könnte, was sie haben möchte. Und diese Person kann dann reizen, kann provozieren, kann aber auch natürlich romantisch sein. Sie weiß, wie man eine Person für sich gewinnt. Und das kann eine negative Eigenschaft sein, das kann auch eine positive Eigenschaft sein. Ich halte sie für neutral, so wie die Welt im Prinzip hier auch die Spiegelung verrät. Allerdings kann das hier gut eure Energie sein. Ihr wisst zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, eventuell, wenn diese Zeichen und Signale kommen, weil ich sehe dich hier vorrangig, dann kann ich mir hier gut vorstellen, dass euch in diesen Belangen eine gewisse Klarheit vermittelt wird, liebe Löwen. Das kann ich mir hier gut vorstellen, dass ihr ab einem gewissen Zeitpunkt, wie als wenn ihr mit dem Finger geschnippt hättet, wisst, was zu tun ist. Die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter ist eine sehr zielstrebige, extrem ehrgeizige Person, eine Person mit klarem Verstand, sehr logisch, sehr intelligent. Ich kann mir hier eine Bezugsperson vorstellen, liebe Löwen. Und das kommt nicht nur daher, weil ihr hier schon seid und dann ist hier eigentlich eher eine Bezugsperson dargestellt. Und das kann sich hier sehr, sehr gut um einen Gegenüber von euch handeln, mit dem man sich eventuell wieder gutstellen möchte, mit dem man noch ein Hühnchen zu rupfen hat, wie man so gerne sagt, beziehungsweise mit dem man eine ganz bestimmte Sache bereinigen möchte. Eine Klärung zur Welt. Die Fünf der Stäbe. Kennt ihr dieses Denken,
Ich möchte nicht, dass mein Ex-Freund oder meine Ex-Freundin mit einem anderen Partner zusammen ist, obwohl Schluss ist. Kennt ihr dieses Phänomen, dass man das so erachten kann, liebe Löwen? Ich bin mir nicht sicher, ob ihr nachvollziehen könnt, was ich euch damit sagen möchte. Auf der einen Seite, man weiß beispielsweise, dass Schluss ist. Es hat nicht funktioniert, es hat nicht sein sollen zwischen euch beiden. Versetzt euch mal in diese Lage. Aber ihr hört dann beispielsweise über soziale Medien oder von Freunden oder Bekannten, dass euer Ex-Partner wieder einen neuen Partner an seiner oder ihrer Seite hat. Wie fühlt man sich in diesem Moment? Ich würde es als komisch bezeichnen, liebe Löwen, aber ich kann euch gar nicht wirklich sagen, wie man sich in diesem Moment fühlt. Da fühlen sich vielleicht auch viele Menschen tatsächlich unterschiedlich. Manche zucken da nur mit den Schultern und sagen, naja, soll er oder sie doch machen. Zwischen uns beiden ist es sowieso nicht funktioniert. Das sind aber tatsächlich die wenigsten, die so reagieren würden, die auch innerlich so reagieren würden. So muss ich es ausdrücken. Liebe Löwen, etwas Ähnliches hat man hier dargestellt. Fünf Stäbe auf Welt, fünf Stäbe auf Liebenden. Konjungierend mit Erfolg und mit eurer Energie hier potenziell. Das sieht man hier doch recht deutlich, dass man aufgrund einer Information möglicherweise zunächst einmal ins Wanken gerät. Und darum könnte es hier sich tatsächlich auch drehen und handeln, dass ihr zufällig, und das setze ich nicht umsonst in Anführungsstriche, liebe Löwen, denn zufällig passiert schon mal gar nichts im Leben. Wenn ihr zufällig ein Bild von eurem Ex-Freund seht, beispielsweise, und man hat vorher eventuell nicht mehr an diesen Menschen intensiv gedacht, dann kann dieser Zufall ein Auslöser dafür sein, dass man hier die Vergangenheit jetzt bereinigen möchte. Und das sind Emotionen, die in einem hochkommen, die man eventuell irgendwo ganz tief vergraben hat und die ohne diesen Zufall gar nicht in euch hervorgerufen wären, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist aber auch dann etwas, was zielführend spirituell mit dem magischen Wissen, sprich aber auch mit dem Schicksal und der Bestimmung zu tun haben kann. Dass man hier etwas potenziell neu aufrollt, erst dann, wenn etwas ganz Bestimmtes passiert, liebe Löwen. Das kann ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Das muss nicht für jeden von euch resonieren. Es ist ja eine sehr komplexe Deutungsvariante, die ich sehr selten habe, ich euch aber hoffentlich auch verständlich erklären konnte. Eine Klärung zu den 10 der Münzen. Die 5 der Kelche. Das ist schon. Ich sage jetzt mal wirklich, das deutet nochmals auf diese Stimmungsschwankungen hin, dass es euch an einem Tag womöglich sehr, sehr gut geht, ihr eigentlich gar nicht an den Ex-Partner denkt oder so etwas, ihr lebt euer Leben, ihr habt positive und negative Angelegenheiten tagtäglich zu managen, aber manche Tage gibt es, da schwelgt man sehr in Erinnerungen, da vermisst man eine ganz bestimmte Person aus seiner oder ihrer Vergangenheit. Da würde man sich am liebsten sozusagen das Handy greifen, jemanden anrufen und das Gespräch beginnen, du lange nicht mehr gesehen, wollen wir uns mal wieder treffen. Das kann hier tatsächlich so eine Art regelmäßiges Auf und Ab bedeuten. Vor allem, wenn es hier 5 Kelche auf 10 Münzen ist. Das ist Trauer, das ist Erfolg. Das kann ein Auf und Ab sein. Deswegen hier auch teilweise eine wirre Energie. Gedankensalat sage ich da auch sehr, sehr gerne dazu. Aber auch mit den 5 Kelchen, 9 Kelche, Hierophant, möchte man sich hier gut stellen, möchte man etwas bereinigen. Und dieses etwas bereinigen, das setzt natürlich voraus, dass euch etwas Unbehagen bereitet. Und dieses Unbehagen, und ich rede hier, wie ihr schon merkt, von einer Art Kettenreaktion, die wird nicht von ungefähr kommen. Die wird sich auch nicht zufällig ereignen, liebe Löwen. Das hat schon alles seinen Grund. Eine Klärung zu den 9 der Kelche. Das ging schnell. Das Ass der Kelche. Jetzt wird es hier richtig gefühlstechnisch und emotional teilweise, liebe Löwen. Ich habe hier 5 Kelche, Ass Kelche, 9 Kelche, 7 Kelche. Ich habe hier doch schon sehr viele Emotionen und Gefühle, die mit dieser Situation in Verbindung stehen, teilweise auch mit dieser Person noch in Verbindung stehen. Und ich sprach vorhin von Anhängseln, ich sprach vorhin von dem Gefühl, nicht von jemandem loszukommen. Und es kann hier sehr, sehr gut auch für jene resonieren, die hier eventuell noch an einem bestimmten Menschen festhalten. Ich kann es auch anders formulieren, die Möglichkeit, dass ihr und ein ganz gewisser Ex-Partner wieder zusammenkommt, von vornherein nicht ausschließen würden. Das ist sehr zaghaft formuliert, das ist sehr passiv formuliert,
Aber ja, erfahrungsgemäß, wenn man sagt, ihr würdet gerne wieder mit eurem Ex-Freund zusammenkommen, sagen viele, nö, das will ich nicht, dieser Mensch hat mir so wehgetan und so weiter. Aber wenn man dann sagt, irgendwie, ihr würdet, wenn dieser Mensch auf euch zukommt, sich adäquat entschuldigt und euch fragt, ob ihr nicht nochmal eine zweite Chance ihm geben würdet, würdet ihr da Nein sagen? Ich glaube, die wenigsten würden da Nein sagen. Und deswegen formuliere ich es so zaghaft. Das Ass der Kelche, Rat des Schicksals und der Stern. Eine sehr, sehr deutliche Konjunktion. Wenn ich auch die große Konjunktion hierher nehme, wird es noch deutlicher. Ihr werdet eine Art Reset zwischen euch und einem Ex-Freund oder einer Ex-Freundin definitiv nicht abgeneigt. Das ist für die meisten von euch potenziell der Fall. Viele von euch kommt oder vielen von euch kommt es eigentlich vorrangig darauf an, die Situation zwischen euch und einem bestimmten Menschen wieder zu bereinigen, damit abschließen zu können oder mit dem Hintergrundgedanken vielleicht nochmals einen neuen Versuch zu starten. Für den einen so, für den anderen so. Ich sehe hier positive Absichten, aufrichtige Absichten, beziehungsweise eine Art Drang zu einer Wiedergutmachung oder zu einer Friedensfindung. So kann man es im Allgemeinen sozusagen betiteln, dieses Reading. Eine Klärung zum Rat des Schicksals. Der Magier, und da haben wir doch den Magischen hier. Magisches Wissen, Magier, vor allem auf das Rad des Schicksals und auf den Hierophanten eine sehr, sehr deutliche Klärung und Spiegelung hier, liebe Löwen. Und die hat unumgänglich etwas mit Zeichen zu tun. Zeichen sind hier, Zeichen sind hier, Zeichen sind in der Folgekarte zu sehen. Und viele von euch werden hier bestimmte Zeichen und Signale bekommen. Und ich sprach vorhin von Doppeluhrzeiten, ich kann auch von Federn finden, die einem auf den Weg irgendwo liegen. Und na, das können Vogelfedern sein, das können Taubenfedern, wie auch immer. Aber Federn sind beispielsweise auch solche Zeichen oder Signale. Träume können Zeichen und Signale sein. Vielleicht liest man zufällig irgendwo in der Zeitung den Namen des Gegenübers oder man wird mit einer Situation konfrontiert, die eine Erinnerung mit dem Gegenüber darstellt, liebe Löwen. All das sind Zeichen, die von dem Spirituellen, vom Schicksal, vom Universum, von den Engeln, von Gott, wie man das auch immer interpretieren möchte, euch nicht umsonst geschickt werden. Sie sollen in eine Unklarheit eine Klarheit bringen. Sie sollen euch den Weg offenbaren beziehungsweise den Weg erhellen und erleuchten. Man kann auch sagen, ihr sollt auf den richtigen Schicksalsweg geführt werden. Und der richtige Schicksalsweg ist hier unumstritten in der Verbindung mit einem ganz gewissen Menschen. Und ich möchte nochmals betonen, das heißt nicht, dass ihr mit diesem Menschen zusammenkommt. Das heißt auch nicht, dass ihr mit ihm zusammenkommen wollt. Aber dieser Mensch hat einen ganz bestimmten Anteil an eurem Leben vorherbestimmt. Dieser Mensch ist bestimmt dazu, ein Leben lang euer Kumpel zu sein, ein Leben lang ein Bekannter zu sein oder vielleicht euer Ehemann oder eure Ehefrau. Das kann für viele unterschiedlich sein, aber es steht definitiv in Bezug zu einem ganz gewissen Menschen. Eine Klärung zur Königin der Stäbe. Die Mäßigkeit, zweite Heilungskarte. Interessant, Mäßigkeit auf Stern, Heilung auf Heilung. Es geht hier um eine gegenseitige Heilung, liebe Löwen. Nicht nur ihr, sondern potenziell auch der Gegenüber haben ganz bestimmte Anhaftungen, ganz bestimmte Anhängsel, ganz bestimmte. Einen inneren Frust kann ich tatsächlich auch sagen. Also ihr beide seid mit der momentanen Situation oder mit der Entwicklung zwischen euch beiden in der Vergangenheit definitiv nicht zufrieden. Wahrscheinlich hat keiner von euch beiden hundertprozentig mit dem anderen abgeschlossen. Das kann ich hier auch sehr, sehr deutlich erkennen tatsächlich. Und diese Intention zur Bereinigung, der Wille zur Bereinigung, der scheint mir hier nicht nur auf eurer Seite der Fall zu sein, sondern auch auf der gegenüberliegenden Seite der Fall zu sein. Deswegen Heilung auf Heilung, doppelte Heilung. Und ich kann mir hier mit der Kommunikation, oder das ist eben auch eine kommunikative Energie, die Mäßigkeit hier, definitiv aufkommende Gespräche vorstellen, die wahrscheinlich noch in der Zukunft liegen, weil die Zeit damit konjugiert. Aber die können auf euch zukommen und die könntet ihr eventuell sogar auch in die Wege leiten, liebe Löwen. Es scheint mir hier ein Anliegen zu sein, eine frustrierende Dauersituation eventuell zu bereinigen. Und dies kann von euch aus kommen, das kann euch widerfahren, aber
Ich glaube nicht, dass ihr tatsächlich abgeneigt wärt, dem Ganzen nochmals eine Chance zu geben. Und entweder heißt es dann, man gewinnt einen Freund, man gewinnt eventuell auch nur Gesundheit, Ruhe und Gelassenheit, beziehungsweise Bereinigung eben. Oder es kann hier für viele von euch tatsächlich noch sehr viel höher hinausgehen, weil das sind hier schon sehr viele große Arkane und es ist eigentlich eine sehr deutliche Entwicklung hier dargestellt. Und mit den zwei der Kelchen wird das nicht anders, denn die zwei der Kelche ist eine sehr ähnliche Karte wie die Liebenden. Es geht hier um Beziehungen, es geht um Partnerschaften, es geht um Zwischenmenschliches. Und das hat definitiv für viele von euch auch einen liebestechnischen Hintergrund. Ich bin hier vor allem sehr gespannt und deswegen, weil hier eine Beziehungskarte, eine Person und ihr, liebe Löwen, im Outcome dargestellt seid. Und das schaue ich mir natürlich jetzt im weiterführenden Reading nochmal ganz genau an. Hoffe dann auch hier vielleicht noch etwas mehr Details herausfinden zu können, vielleicht auch noch etwas mehr Prognosen anstellen zu können über das, wie es potenziell weitergeht zwischen euch beiden. Liebe Löwen, wenn ich hier eine Situation von euch aufgegriffen habe, wenn ihr sagt, ihr resoniert mit diesem Reading, das ist wie für euch gemacht sozusagen und ihr gespannt seid, wie es weitergeht, könnt gerne das weiterführende Reading in Anspruch nehmen. Unten in der Infobox, wie gesagt, der erste Link führt euch dorthin. Ist natürlich nach wie vor kein Muss. Unabhängig davon wünsche ich euch einen schönen April weiterhin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bleibt gesund, liebe Löwen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.